Hallo Freunde, jetzt starten wir das Let's Play zu Mafia 1. Wunderbares Spiel. Leider mussten wir Musik und alles ausmachen wegen Urheberrechtsverletzungen auf YouTube. Ja gut, das hier konnten wir nicht ausmachen. Und hoffentlich gefällt es euch. Einfach nur wunderbar gemacht. Richtig geil umgesetzt. Hab das Spiel auch mal bei Release, ich glaube, zur Hälfte gespielt, aber. Ja, ich glaube, bis zu diesem Rennen da. Aber wir lassen uns überraschen. Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee. Danke. Schlückchen gefällig? Nein, danke. Wie Sie möchten. Also. Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Cop. Ich brauche keine Partner. Gut. Bin eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen Sie los. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Harte Nummer. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Nichts davon. Ich muss Leute beschützen.
Ah, die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Ja, und niemand, der auf sie aufpasst, schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Keine Überraschung. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen. Nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie? Oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die Sie holen kommen? Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig. Seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das so sehe, ist Ihnen wohl jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt nicht locker, bis Sie im Fluss enden. Wir wissen beide, dass Sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Aber wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen? Tja, das merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Hey Freunde, es geht los. Da sind wir als Taxifahrer. Bin meistens nachts gefahren, gab mehr Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Paulie und Sam getroffen. R2 zum Beschleunigen. Ich ziehe mit einer Knarre auf dich. Wenn sie uns kriegen, sind wir tot. Du genau wie ich. Ich will keinen Ärger. Du kriegst aber Ärger. Fahr. Wie wussten sie, dass wir hier sein würden? Ist doch jetzt egal. Wir müssen sie abschütteln. Oh, werden ja, verfolgt. Wie viele Autos folgen uns? Nur eins. Aber es dürften mehr werden. Festhalten. Ich probiere was aus. Heilige Scheiße. Wer waren diese Kerle? Stell keine dummen Fragen. Wir müssen über den Fluss. Nimm die Giuliani-Brücke. Okay. Geht's deinem Bein da gut? Hast du schon einen Todeswunsch? Beruhig dich. Kann mal passieren. Tut verflucht weh. Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Weiß nicht, muss wohl nicht sein. Ich rufe ihn trotzdem an. Hey, du Lauschfahrer, du hast hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hin wollt, sonst nichts. Dann mach das. Ist aber auch eine lahme Brücke. Okay, wir sind am Fluss. Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind? Die Fragen nerven mich langsam. Aber ich muss doch wissen, wohin. Wer von Ihnen? Mist! Ich kenne ein paar Abkürzungen, die kriegen uns nicht. Mir egal, wie du es machst. Schüttel sie nur ab. Das war die Abkürzung? Hab sie doch abgeschüttelt. Nicht alle. Die Typen mögen euch wirklich nicht, oder? Streit zwischen Geschäftspartnern. Passiert. Schnauze, Pauli. Hey, aus dem Weg.
Je mehr er weiß, desto eher erlebt er den nächsten Sonnenaufgang nicht. Hab nichts gehört, Jungs. Haha, die haben Staub geschluckt. Wir sind noch nicht durch. Fahr weiter. Okay, die Karte öffnen. Die armen Bastarde, die hier die Straße aufreißen, werden nicht glücklich darüber sein. Drei weniger. Wie viele Karren waren bei der Übergabe? Vier. Warum fahre ich denn jetzt so ein schickes Ding nach? Fünf. Er hat bestimmt mehr gerufen. Fühlt sich so an. Nächstes Mal bringen wir mehr Männer. Okay, kann ich jetzt einfach hier sagen müssen. Wenn der Boss davon erfährt, wird's richtig ungemütlich. Oh, was für eine Krücke. Du bist ein verdammt guter Fahrer, muss ich zugeben. Geschwindigkeitsbegrenzer hat gerufen. Es werden immer mehr. Gibt er dir auch. Außerhalb unseres Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Okay, dann muss ich mal drehen. West Harbor Brücke, schnell! Ah, ich bin auf dem Weg. In der Zeit hier hätte ich gern gelebt. War bestimmt saugeil. Die Brücke ist um, oder? Ja. Wir schaffen das. Was zum Teufel machen wir? Anschnallen und beten. Hab mit dem alten Ding da drüber. Das war eine Premiere. Heilige Scheiße. Okay, ab nach Little Italy. Hast noch keinen Feierabend. Das habe ich nicht erwartet. Hat er uns verpfiffen? Du bist jetzt erstmal still und wir besprechen das dann in der Bar. Ganze Karre zerschossen. Meine Güte. Was ein Abend. Okay, wir sind fast da. Halte vor der Bar da. Salieris Laden? Ja, genau der. Also hier wurde auf jeden Fall nie was getan. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Gefährlich aus. Entschädigung für deine Mühen und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen, oder ehrliche Arbeit. Frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Ja, okay, danke. Ehrliche Arbeit. Bei der Mafia. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt. Beim Pokern gewonnen. Die Kratzer am Auto. Du bist einer netten alten Dame ausgewichen, kapiert? Na klar. Wir sehen uns, Junge.
Wir sehen uns. Als ich den Umschlag sah, setzte mein Herz kurz aus. Genug für die Reparatur? Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen Sams Worte über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war's klar. Ich blieb draußen. Also, der gute Tommy bleibt erstmal außerhalb der Mafia. Damit verabschiede ich mich ja auch mit der ersten Folge und wir schauen uns in der nächsten. Ciao.